Die Lufthansa hat ihren heutigen geplanten Flug von Frankfurt in die iranische Hauptstadt Teheran gestrichen. Dies sei vorsorglich wegen der derzeitigen Lage in der Region geschehen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin in Frankfurt. Derzeit gibt es noch keine Entscheidung zu möglichen weiteren Änderungen von Flugrouten im Nahen Osten. Auch Emirates und Fly Dubai reagierten. Hier wurden Routen nach Bagdad gestrichen.